Mittwochabend, Maischberger die Woche, unser Wochendurchblick, natürlich auch mit der Situation in Belarus und mit diesen Themen und Gästen. Auf jeden Fall können weitere Lockerungen aus meiner Sicht zurzeit nicht stattfinden. Reisewarnung für Mallorca. Corona-Hotspot Familienfeiern. Karneval vor dem Aus. Brauchen wir wieder mehr Verbot, um ein Desaster zu verhindern? Dazu im Studio der Virologe Alexander Kekulé und der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans. Der Klimawandel ist für die Menschheit die weitaus größere Bedrohung als Corona. Und es gibt keinen Impfstoff dagegen, mahnt der Philosoph und Bestsellerautor Richard David Precht. Er ist gleich bei uns im Gespräch. Hunderttausende Menschen protestieren in Belarus gegen Machthaber Lukaschenko. Sind seine Tage gezählt? Sie erklären, kommentieren und diskutieren. Die langjährige ARD-Moskau-Korrespondentin Goline Atay, der Journalist Nikolaus Blome und die Moderatorin Amelie Fried. Und Buchautorin, herzlich willkommen meinen Kommentatoren, herzlich willkommen Ihnen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir beginnen unsere Sendung hier häufig mit der Frage nach den Gewinnern und den Verlierern dieser Woche. Wer ist das denn, wenn man nach den Verlierern fragt, an diesem Montag? Vermutlich müsste man nach Belarus gucken, oder? Ja, also ich denke schon, Lukaschenko ist der Verlierer der Woche, mindestens der Woche. Typischer Fall eines alten weißen Mannes, der nicht begriffen hat, dass seine Zeit vorbei ist. Mhm. Ja, ist es nicht so? Ja, er ist ein alter weißer Mann, aber ob das entscheidende Kriterium ist. Das Volk will nicht mehr. Er ist ein Diktator, über den die Zeit hinweggegangen ist. Das Volk wünscht sich etwas anderes. Es gibt diese sehr couragierte, junge Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanowskaja, die all das verkörpert, was ich mir vorstelle, was dieses Volk jetzt gerne möchte. Modernität, Aufgeschlossenheit, auch Gleichberechtigung. Belarus ist ja auch ein sehr patriarchalisch geprägtes Land. Also ich denke, alle Zeichen stehen da wirklich auf Veränderung. Und ich frage mich, ob der wirklich glaubt, dass er mit 80% wiedergewählt wurde. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ist das so ein Realitätsverlust, den man in solchen Positionen erlebt? Das müssen wir vielleicht Goline Atay fragen. 5 Jahre lang im Studio Moskau für die ARD, also eine Kennerin auch der Region. Glaubt er wirklich, dass er mit 80% gewonnen hat, oder weiß er genau, wie diese Wahl ausgezählt wurde? Er weiß ziemlich genau, wie das ausgezählt wurde. Es hat heute auch Berichte gegeben mit denjenigen, die die Stimmen ausgezählt haben. Und das waren alles natürlich anonymisierte Namen, die dann in der russischen unabhängigen Presse aufgetaucht sind und die erzählt haben, dass sozusagen die Verhältnisse genau umgekehrt waren. Also 80% für die Oppositionskandidatin? Sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Es hat zwei unterschiedliche Tage gegeben. Am einen Tag war er stärker, an dem anderen Tag aber war es wirklich ein Votum, so sagen es die Beobachter dort, für die Opposition. Er weiß genau, wo er steht, und ich muss sagen, mit Beginn heute habe ich ein wenig ein mulmiges Gefühl. Warum? Er hat diesem neu gegründeten Koordinationsrat der Opposition angekündigt, diese heißen Köpfe dort, die sollten sich erstmal abkühlen. Er hat gesagt, dass er hart eingreifen wird, und es gibt unbestätigte Berichte, die ich jetzt noch nicht verifizieren kann, wonach auch russisches Sicherheitspersonal in Richtung Belarus aufgebrochen sei. Und ich höre heute im russischen Staatsfernsehen, dass der Außenminister davon spricht, dass es eine Einmischung gegeben hat in Belarus. Und das sind Signale, die ich sehr ernst nehme, ausgehend von meiner Ukraine-Erfahrung. Sie waren sowas wie das Gesicht des Maidan, vor allem eben für die, die Sie in der ARD gesehen haben. Sie waren eben vor 5, 6 Jahren, als in der Ukraine eine Situation war, wo eben auch Tausende auf der Straße waren, haben berichtet. Wir wissen alle, das ist nicht gut ausgegangen, weil Putins Russland einen Teil des Landes eben dann besetzt hat. Haben Sie die Befürchtung, so ähnlich könnte es dann auch in Belarus sein? Ja, ich habe diese Angst ist immer dabei, diese Furcht ist immer dabei. Und wir wissen alle, wie überrascht wir damals waren, als das passiert ist. Das ist ja so aus dem Nichts gekommen. Wir waren noch auf dem Maidan. Ich kann mich noch gut an diesen Tag erinnern. Ich war im Presseclub zugeschaltet, und wir haben quasi die Ereignisse analysiert, aber nichts zu diesem Zeitpunkt hätte uns irgendwie auf die Krim hinweisen können. Und wenn ich dann höre, dass Lukaschenko und Putin miteinander telefoniert haben und dass sie sich explizit auf ein Verteidigungsbündnis berufen, dieser sogenannte Vertrag über die kollektive Sicherheit, das ist ein Bündnis, in dem beide sich quasi beistehen, gerade wenn sie auch denken, dass Einmischung von außen vorkommt, und dass sie explizit darauf Bezug genommen haben in diesem Telefonat, das ist für mich
nicht so ein erstes Warnzeichen gewesen. Und wir müssen uns vorstellen, ich habe mir lange Zeit immer diese militärischen Übungen und diese Planspiele und die Manöver in Russland angeguckt. Und fast immer ist es so gewesen in den vergangenen Jahren, dass das russische Militär darauf gesetzt hat, ein Szenario, dass also in Belarus ein westlich inszenierter Aufstand stattfindet. Mhm. Das ist immer das Übungsszenario gewesen. Das heißt, dieses Szenario ist für Moskau sehr präsent und es hat eben eine gewisse paranoide Weltsicht. Die Demonstranten, die man manchmal gesehen hat in Minsk, in Belarus, die haben, wenn eine EU-Fahne auftauchte, sie ganz schnell wieder reingezogen. Ja. Ist da eben auch die Angst, dass man aus Versehen auf der falschen Seite stehen könnte und dass das dann provoziert? Ganz sicher, ganz sicher. Und ich glaube, die haben sehr gut ihre Lektion auch gelernt, ausgehend von der Betrachtung, was in Kiew passiert ist. Wenn ich mir jetzt die Aussagen von Frau Tichanowskaja anschaue, also dass sie auf die Sicherheitskräfte zugeht, dass sie sagt, wenn ihr quasi diese Folter einstellt, dann kann das Volk euch vergeben. Dass sie auf die Arbeiter zugeht und sagt, es wird einen Entschädigungsfonds geben. Dass sie auf Russland zugeht und eindeutige Signale sendet und sagt, wir haben verstanden, unsere Aktionen richten sich gegen den inneren Diktator und wir wollen einen Rechtsstaat, wir wollen freie Wahlen. Das kann nicht funktionieren, das ist Geopolitik. Selbst wenn die Fahnen da zurückgezogen werden oder runtergenommen werden, am Ende entscheidet sich dieses Volk gerade mehrheitlich für Freiheit, die gibt es aber nur im Westen, und gegen Diktatur, und die gibt es halt im Osten. Und darum ist es geopolitisch ausgeladen, mindestens in den Augen von Herrn Putin, der natürlich nicht ertragen kann, dass im Niemandsland ein Glacis zwischen seinem Reich, diktatorisch regiert, autokratisch mindestens, und der EU irgendetwas ist, was sich eher an die EU angleicht, möchte ich sagen, oder meinetwegen sich denen annähert. Und in dem Augenblick ist im Niemandsland keiner mehr sicher. Die Ukraine hat erlebt, dass ihre Grenzen verschoben worden sind. Und was würden wir denn wohl glauben, was mit Litauen, Estland, Lettland passieren würde, wenn sie nicht in der EU wären? Dann würde denen jeden Tag drohen, dass auch ihre Grenzen verschoben werden, und zwar bis an die Grenze der Baltischen See. Hat Putin nicht auch das Problem, dass er einerseits Lukaschenko eigentlich gar nicht mehr halten kann und will, andererseits natürlich befürchten muss, dass, wenn dieser Aufstand erfolgreich ist, das als eine Art Blaupause auch für Russland gesehen werden könnte? In der Situation ist ja ganz entscheidend, was macht die EU? Es gab heute einen Sondergipfel. Sie haben lange Zeit aus Brüssel berichtet, Herr Blume. Und das, was heute passiert ist, war ein Sondergipfel. Mehr als man erwarten konnte, fand ich. Wie bitte? Mehr als man erwarten konnte, fand ich. Und am Ende mit dem Statement, die EU erkennt das Wahlergebnis nicht an. Damit hat sie sich auf die Seite der Demonstranten einerseits gestellt. Gleichzeitig haben sie gesagt, wir wollen aber keine Einmischung von außen. Aber das gibt es nicht. Also Sie können in dieser, in diesem Streit, in diesem Kampf letztlich für die Freiheit dieses Landes nicht Position beziehen, ohne sich gegen Russland zu stellen. Also sie werden nicht als EU oder als einzelner Staat im Westen nicht umhinkommen, sich gegen Wladimir Putin stellen zu müssen, wenn sie sich an die Seite dieser Menschen stellen. Das Aber dann haben wir doch einen großen Konflikt, der möglicherweise dann auch eine Auswirkung hat auf NATO, auf die EU, letztlich das kann dann schon sein. Unsere Sicherheit. Und ich glaube, man wird sich gut überlegen müssen, wie man nicht nur etwas gegen das Regime Lukaschenko tut, was wahrscheinlich wirklich dabei ist, gerade zu stürzen, weil man eben einmal zu viel gefälscht hat, so wie in der DDR einmal zu viel die Wahlen gefälscht worden sind und dann war halt Schluss, sondern wie man Wladimir Putin klar macht, dass die EU mit ihm weiter durchaus Beziehungen haben will, aber dass er dieses Mal nicht die Grenzen verschieben kann. Mhm. Frau Atay, vielleicht geben Sie uns eine Prognose. Was wird passieren? Oh. Also wird Lukaschenko in den nächsten Wochen tatsächlich dann gestürzt, zurücktreten? Wird es Neuwahlen geben? Wird es ohne eine blutige Auseinandersetzung, ohne einen militärischen Konflikt? Also den Blick in die Glaskugel, den kann ich auch nicht wagen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass er angezählt ist, dass er wirklich nur noch regieren kann mit dem Sicherheitsapparat. Und das ist ein 120.000 Mann starker Apparat. Wenn der hinter ihm steht, wenn es da einzelne Auflösungserscheinungen gibt, dann könnte es eng für ihn werden. Und dann könnte aber eben auch dieses Szenario auftreten, dass Russland eben sagt, okay, wir werden da gezielt, vielleicht auch so mit kleinen homöopathischen sozusagen Nadelstichen da auch nochmal eingreifen. Das könnte durchaus sein. Auf der anderen Seite eine massive militärische Gewalt von Seiten Moskau, das wäre wirklich politischer Selbstmord. Ich meine, wir müssen uns anschauen, an wie vielen Fronten gerade Moskau kämpft. Also
sie sind aktiv in Syrien, sie sind aktiv in der Ukraine, sie sind aktiv in Afrika, sie spielen auch in Libyen das große Spiel mit. Wollen sie sich noch eine Front leisten? Also es könnte wirklich auch schlecht ausgehen, denn es gibt auch sehr viele Sympathisanten für die Opposition in Russland. Dann beobachten wir das weiter. Danken erstmal für die ersten Einschätzungen. Kommen zu einem Thema, das die Menschen in Deutschland sehr beschäftigt. Corona ist auf eine Art und Weise wieder alltagsbestimmend, wie man es vielleicht gehofft hat, dass es nicht sein würde. Wir haben auch gefragt, was ärgert Sie, was hat Sie in dieser Woche überrascht? Ihr Erlebnis hat mit Corona zu tun. Was war es? Ja, mein Mann und ich sind letzte Woche das erste Mal seit Beginn von Corona wieder geflogen nach Brüssel, um unseren Sohn zu besuchen, den wir ein halbes Jahr nicht gesehen hatten. Und vor uns in diesem kleinen Flugzeug, also wo nur zwei Sitze auf jeder Seite waren, saß eine Frau, eine junge Frau, die die Maske so irgendwo in Kinnhöhe hängen hatte, und sie sprach aber sehr eifrig zu ihrer Freundin auf der anderen Sitzbank. Ich habe mir dann erlaubt, sie freundlich darauf hinzuweisen, dass es Maskenpflicht im Flugzeug gibt, und sie erklärte mir dann, nee, sie könne die Maske nicht anziehen. Sie hat nicht erklärt, warum, sie hat sich einfach rundweg geweigert. Ich habe dann mit ihr diskutiert, das hat nichts gebracht. Ich habe die Flugbegleiterin informiert, habe gebeten, dass sie die Dame entweder zur Vernunft bringt oder wegsetzt, damit sie uns nicht permanent anpustet sozusagen. Sie wurde dann tatsächlich zwei Reihen weiter hinter uns platziert. Und fünf Minuten später stand sie auf, ging in den Flur, stellte sich unmittelbar in unsere Reihe und hustete mit Inbrunst und absichtlich auf meinen Mann. Also richtig meinem Mann ins Gesicht, der neben ihr saß. Ja. Das war dann so ein Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt reicht es. Dann habe ich also wieder die Flugbegleiterin um Unterstützung gebeten. Die hat den Kapitän informiert, weil das ist ja dann schon ein Vorgehen. Das könnte im Zweifelsfall ja gefährliche Körperverletzung oder mehr sein. Und der hat dann schlicht und einfach die belgische Polizei informiert. Und die stand dann auch schon am Flughafen, als wir gelandet waren. Und die Dame durfte dann einmal quer durch alle Sitzreihen oder beziehungsweise längs nach vorne aussteigen und wurde dann gleich von der belgischen Polizei in Empfang genommen. Fassungslos? Ja. Lässt das einen? Weil ich meine, was macht man in so einer Situation? Ich wusste wirklich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, weil ich frage mich, was geht in einem solchen Kopf vor? Ich meine, begreift sich so jemand als Widerstandskämpferin, als Rebellin, ich weiß nicht wogegen? Ich meine, was für ein Aufwand wegen ein bisschen Stoff vor dem Mund, der uns alle, wenn wir uns dran halten, vielleicht ein Stück weit davor bewahrt, dass es wieder ganz schlimm kommt. Warum dieser Stress? Ich habe es einfach nicht nachvollziehen können. Wir werden heute noch mit Ihnen dreien auch über Corona, über die Politik und über das reden, was die Politik jetzt wieder beschließt. Aber tatsächlich ist das ein Punkt, den ich gerne mit meinen nächsten beiden Gästen aufgreifen möchte. Die Zahlen steigen, also die Zahlen der Infizierten, und damit werden die Ängste wieder wach, damit werden die Rufe wieder wach nach stärkeren, strengeren Maßnahmen, eben aber auch nach Strafen. Menschen betreffen wie die, die Frau Fried gerade geschildert hat. Und die Kanzlerin hat dazu eine klare Position, wie wir an diesem Wochenende hören konnten. Nee, gestern war es. Ich bin da sehr dankbar, wenn Bußgelder verhängt werden, auch für das Nichttragen von Masken oder Ähnlichem. Das sind nicht einfach so Bagatelldelikte, sondern das sind immer wieder auch Gefährdungen der Mitmenschen. Wie umgehen mit dem, was jetzt gerade passiert? Ich freue mich, dass ich hier zwei Menschen habe, die es verhandeln müssen, politisch, und die es wissen von der wissenschaftlichen Seite. Herzlich willkommen, der Ministerpräsident aus dem Saarland, Tobias Hans, und der Virologe Alexander Kekulé. Herzlich willkommen. Hallo, guten Abend. Kekulé, keine Bagatelle, sagt die Kanzlerin, aber wir wissen, solche Menschen, wie Amelie Fried sie getroffen hat, sind in der Minderheit. Es sind nicht so viele. Die sind doch dann eigentlich gar keine Gefahr für das Pandemiegeschehen, oder könnten wir das einfach locker sehen? Ich glaube, wirklich locker sehen können wir es nicht, weil eine kleine Minderheit kann dieses Virus einschleppen, kann es hier verbreiten und unter sich, sage ich mal, wenig Risiko damit eingehen. Das ist ja das Interessante daran. Das sind häufig junge Leute, die sagen, ich versuche das jetzt einfach mal, ich gehe das Risiko ein. Wir sind aber nicht in der Lage, als Staat insgesamt das Virus dann unter Kontrolle zu halten. Mhm. Also wenn wir so eine Situation haben, wo überall, ich sage mal, 5 oder 10% infiziert sind, dann sind die Gesundheitsämter über fordert und wir kriegen es nicht hin, zu verhindern, dass es sich weiter verbreitet in die gefährdeten Gruppen. Also Strafen wären Sie auch dafür oder Bußgelder oder einfach eine Androhung? Das ist oder? Natürlich jetzt eine Frage, die darf man eigentlich dem Virologen nicht stellen. Gut, dann stellen Sie den Politiker. Ich sag mal so, vielleicht nur ein Hinweis. Die Gefahr, die wir haben, ist natürlich, dass wir zu so einer Spaltung kommen, weil die Menschen, und das ist neu im Vergleich zum März, wo wir auch schon mal so einen Anstieg der Infektionszahlen hatten, jetzt steigen die Infektionen an durch Menschen, die
eigentlich relativ Bewusstes in Kauf nehmen. Das ist anders als damals. Mhm. Und das sind so bestimmte Gruppenteile der Gesellschaft, die einfach die Nase voll von der Maske haben und diesem ganzen Corona-Gedöns, wenn ich mal sagen darf. Und ich weiß nicht, ob man die mit Strafen sozusagen dazu bringt, sich besser zu verhalten. Ich würde das wahrscheinlich anders versuchen, weil ich Angst hätte, dass die Gesellschaft auseinanderbricht und die Partys dann bei runtergelassenen Jalousien weitergehen. Anders versuchen heißt überzeugen, geht ja nicht anders, oder wie? Ich glaube, dass man, wenn man überzeugen, und ich glaube, dass auch Menschen, die sagen, dieses Corona will ich eigentlich gar nicht so mitmachen mit den Masken, dass man die überzeugen könnte, wenn man ihnen die Möglichkeit in die Hand gibt, sich selbst zu testen. Wenn die Möglichkeit bestünde, dass sich wirklich jeder testet, im Sinne von an jeder Apotheke, an jeder Ecke, dann ist meine Erfahrung, dass selbst der Radikalste, der das eigentlich aufnehmen will mit dem Virus, wenn er schwarz auf weiß ein Testergebnis in der Hand hat, ich bin jetzt positiv, dann besucht er seine Oma nicht mehr. Dann bleibt er auch erstmal zu Hause und geht auch nicht in seinen Sportclub oder in seine Muckibude, sondern dann macht er das, was wir alle machen würden und was wir von ihm erwarten würden. Sie erzählen uns gleich mehr über Möglichkeiten zu testen. Im Moment ist es noch Zukunftsmusik, also bleiben wir mal bei dem Moment. Im Saarland, habe ich gelesen, Herr Hans, gibt es überhaupt gar keine Bußgelder, während in Nordrhein-Westfalen schon alleine dann ohne Aufforderung, ohne Warnung sofort eins fällig wird, wenn jemand im öffentlichen Personennahverkehr erwischt wird. Warum kommen Sie ohne aus? Also erstmal gibt es ja wohl Bußgelder, die sind eben bloß dafür gedacht, wenn zum Beispiel Gastronomen gegen die Auflagen verstoßen. Ja? Aber für das Masken tragen an für sich oder vielmehr das Nicht-Tragen, gibt es derzeit kein Bußgeld. Und ich bin auch kein Freund davon, wenn Politik sozusagen einen neuen Bußgeldkatalog verhängt und sich dann zurückzieht und sagt, jetzt haben wir alles getan. Ich habe gestern, weil ich eben auch sehe, dass die Zahlen steigen, meinem Innenminister gesagt, ich möchte, dass die Polizei im Saarland jetzt zusammen mit den Ortspolizeibehörden eben durch die Gastronomie geht, durch das Land geht und nochmal genau schaut, dass die Regeln, die wir haben, eingehalten werden. Denn ich glaube wirklich, dass es so ist, Maßnahmen brauchen Akzeptanz und deswegen reicht es nicht einfach, ein neues Bußgeld zu verhängen, sondern wir müssen darauf schauen, dass die Dinge an Regeln, die wir schon festgelegt haben, die auch akzeptiert und die sinnvoll sind, dass sie eingehalten werden. Und deswegen gehen wir diesen Weg. Wenn wir dann feststellen, dass die Rückmeldung ist, das funktioniert nicht, dann werden wir auch an Bußgelder denken. Ich halte das grundsätzlich schon für richtig, dass jemand wie die Dame im Flugzeug dann auch einer Strafe zugeführt wird, denn das ist einfach gemeingefährlich. In diesem Falle würde man es in der Tat als vielleicht tätlichen Angriff sehen, aber die Frage ist ja, wo sind wir gerade im Infektionsgeschehen? Erstmal eine politische Beobachtung oder Einschätzung, weil wir zwei unterschiedliche Begriffe im Moment haben. Also Angela Merkel sagt, angesichts der steigenden Zahlen, wir stehen vor einem Desaster, wenn das so weitergeht. Dann gibt es aber auch so Stimmen wie Volker Bouffier, Ihr Landeskollegen aus Hessen, der sagt, er sieht noch keinen Anlass für Alarmismus. Wo stehen Sie? Desaster oder kein Alarmismus? Naja, also ich glaube, die Begrifflichkeit ist letztendlich dem Virus ziemlich egal. Es ist auch egal, ob wir eine zweite Welle haben oder ob einfach die Zahlen steigen. Fakt ist, es gab Corona, es gibt Corona und es wird Corona geben, solange wir eben keinen Wirkstoff oder eine Impfmöglichkeit haben. Und deshalb müssen wir uns darauf einstellen, auch noch eine Zeit lang das Leben mit diesem Virus und der Gefahr zu gestalten. Und das bedeutet, aber für wie gefährlich halten Sie den momentanen Zustand? Das ist ja eigentlich die Frage, die dahinter steht. Der muss einem Sorge machen. Denn Fakt ist, dass nachdem wir vor dem Sommer es geschafft haben, in Deutschland die Zahlen sehr stark einzudämmen, und das ist ja der Verdienst der Gesellschaft, das ist ja nicht Verdienst der Politik, da haben Gesundheitsämter mitgearbeitet, aber vor allem jeder Einzelne, in dem er oder sie Masken trägt und sich vernünftig verhält. Und jetzt, nach dem Sommer, merken wir eben, dass die Zahlen steigen. Und dabei ist mir auch wiederum egal, sind es Reiserückkehrer oder sind es Infektionen im Inland. Man kann sich auf einer Reise vernünftig verhalten. Genauso kann man unvernünftig sein, wenn man zu Hause ist. Fakt ist, da wo besondere persönliche Nähe zwischen Menschen entsteht, breitet sich das Virus eben besonders stark aus. Und deshalb hat der Bundesgesundheitsminister ja völlig recht, wenn er sagt, man muss bei jeder Feier, bei jeder Zusammenkunft einfach nochmal überlegen, wie ist der Teilnehmerkreis? Macht das Sinn, das so zu machen oder kann man irgendwie vielleicht auch besser Abstand halten. Naja gut, das setzt voraus, dass man Vertrauen hat oder dass eben die Zahlen nicht so steigen, dass man am Ende als Politik doch wieder eingreifen muss. Geben Sie uns eine Einschätzung. Wo stehen wir gerade? Sind wir näher? Es ähnelt ja ein bisschen der Situation vom März. Aber es gibt noch einen weiteren Punkt, abgesehen davon, dass die Menschen, die sich nicht regelkonform verhalten, das zum Teil sogar absichtlich machen oder aus Ideologie machen. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, der, sage ich mal, beunruhigend ist. Wir haben eine Situation, dass wir ja so kleine Ausbrüche immer relativ gut vom Gesundheitsamt verfolgen können. Das haben wir damals bei Webasto in München gesehen. Das ist selbst in
Fleischbetrieben so, dass das Gesundheitsamt sowas ganz gut in den Griff bekommen kann. Immer wenn man sowas macht, entsteht aber, bleiben Fälle übrig. Also wenn sie einen großen Haufen wegnehmen, dann gibt es immer kleine Sachen, die man übersehen hat. Und es gibt auch Einzelinfektionen, die einfach grundsätzlich unterm Radar laufen. Und dadurch entsteht etwas, was ich Hintergrundrauschen nenne. Das heißt also, ein Zunehmen der einzelnen Fälle, das ist so ähnlich, als wenn Sie auf dem Hof immer wieder die großen Haufen wegkehren, wird es irgendwann trotzdem langsam schmutzig. Und diese einzelnen Fälle, die kann das Gesundheitsamt nicht nachverfolgen. Das heißt also, wir haben ein fein verteiltes Geschehen und das ist ganz typisch, kann man sogar mathematisch zeigen, dass das bei solchen Epidemien stattfindet, dass es dann nach den einzelnen großen Ausbrüchen das Kleine gibt. Also das ist die beunruhigende Situation, weil man dem nicht nachkommt, ohne dass der Einzelne mitmacht. Das vielleicht beruhigende Element ist, wir haben im Gegensatz zu damals, wo es dann so eskaliert ist, dass die quasi wir keine Kontrolle mehr hatten, haben wir eine Situation, wo wir schon so ein paar Bremsen drinnen haben. So ähnlich wie Moderatorstäbe im Kernkraftwerk, die Kettenreaktion verhindern, haben wir eben Masken, Abstand und Testen. Mhm. Und damit können wir letztlich kontrollieren, dass das, was da passiert, was letztlich eine Durchseuchung ist, die langsam stattfindet, die wir nicht verhindern können, nicht komplett außer Kontrolle gerät. Das ist eine andere Situation als wir haben ein Gesundheitssystem offensichtlich, das besser vorbereitet ist, weil das sind ja auch Zahlen, die man lesen kann. Bei den 1500 Neuinfektionen sind nur 6% im Moment so schwer krank, dass sie ins Krankenhaus müssen. Und das ist der Tiefststand, so sagen es diejenigen, die diese Zahlen verbreiten. Und man sieht eben auch, dass die Intensivbettkapazität da darf man sich nicht blenden lassen. Da gucke ich schon so her. Da darf man sich nicht blenden lassen. Das ist so, das haben wir in den Südstaaten der USA gesehen, das haben wir in Südamerika gesehen, es war in Israel so. Wir haben immer die gleiche Situation und wenn Sie sich erinnern, in Deutschland war es am Anfang auch so. Zuerst ist es so, dass alle sagen, na, aber es sind ja nicht so viele Schwerkranke, weil die Gefahr ist immer, dass von denen, die jetzt so wie damals die gesunden Skifahrer, sind das jetzt die gesunden Jugendlichen, die irgendwie die Regeln nicht einhalten oder die vom Familienurlaub von sonst wo zurückkommen. Und die sind die Ersten, aber wir müssen verhindern, und das ist eben das ganz Entscheidende jetzt, dass die Risikogruppen, also hauptsächlich die älteren Menschen, jetzt es wieder abkriegen, weil dann steigen auch die Todeszahlen. Mhm. Und da ist sehr beunruhigend, ich habe gerade jetzt den Bericht von gestern vom Robert-Koch-Institut gelesen, die sagen nach wie vor, wir haben Ausbrüche in Heimen, in Altersheimen, in Krankenhäusern, bis hin zu Behindertenstätten und so weiter. Und da kann man jetzt nicht mehr sagen, ja, wir haben es ja nicht gewusst, sondern jetzt ist es wirklich so, dass man sozusagen die Politik fragen muss, warum habt ihr die ganzen Monate, die jetzt Zeit war, nicht dafür gesorgt, dass diese Risikogruppen, die man ja kannte, dass die geschützt sind? Und es gibt weiterhin in diesen Gruppen Ausbrüche. Und da werden natürlich auch Menschen sterben. Einfach schlank weiter. Also erstmal bestätigen ja die Zahlen auch das, was Professor Kekulé sagt. Denn es sind vor allem junge Menschen, die zwischen 20 und 45, die im Moment als Infektionen zurückkommen. Und sie gehen dann, und da komme ich auch zum Thema, ja trotzdem einkaufen. Sie gehen trotzdem zu ihren Großeltern ins Pflegeheim. Und das ist auch der Grund, weshalb wir im Saarland noch nach wie vor ein strenges Besuchskonzept auch in Pflegeheimen haben, weshalb wir gesagt haben, wir testen im Saarland alle Pflegeeinrichtungen durch. Alle Mitarbeitenden dort, alle Bewohnerinnen und Bewohner werden und wurden getestet, weil das der beste Schutz ist, den wir dort gewährleisten können. Das ist eine Besonderheit, die wir gemacht haben. Mhm. Uns war es wirklich wichtig, von Anfang an die besonders gefährdeten Gruppen zu schützen. Die Politik macht ja ein bisschen was, Herr Kekulé. Also zum Beispiel der Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich den Karneval jetzt ausgesucht und hat gesagt, er darf wahrscheinlich nicht stattfinden. Ist die Absage vom Epidemiologischen her richtig oder die vielleicht erfolgende Absage? Das kann man jetzt noch nicht sagen. Also, warum sagt das dann jetzt schon? Ich würde mal sagen, was man machen muss. Also epidemiologisch ist es ganz klar, was jetzt da im Saarland passiert, ist wohl offensichtlich das Richtige. Also wir müssen die Risikogruppen durch Testen schützen und diese Testmöglichkeiten schaffen. Das Zweite, was wir wissen, und das ist eigentlich neu, das war damals noch nicht so klar, als es losging, dass wir ziemlich genau die Situationen kennen, in denen solche Superspreader-Ereignisse entstehen. Also wo wir plötzlich, wo einer plötzlich 50 oder 100 Leute anstecken kann. Tönnies ist ein berühmtes Beispiel in der fleischverarbeitenden Industrie, übrigens weltweit, auch schon vor Tönnies gab es solche Fälle. Und das heißt, wir wissen, wenn die Luft steht, wenn ein Kranker dazwischen ist, wenn die Menschen keine Masken aufhaben und das Raumvolumen relativ klein ist, also deutlich kleiner als in diesem Studio, dann ist eine Gefahr, dass die Menschen sich gegenseitig über lange Strecken anstecken und diese 1,5 Meter nicht mehr ausreichen. Ja, aber das wäre doch eine schöne Beschreibung. Bei Ihnen heißt es, glaube ich, Fastnacht. Insofern ist es doch
doch richtig, wenn man sagt, nein, wir fangen gar nicht erst damit an. Oder sie machen es draußen. Die alemannische Fastnacht wäre ja draußen. Ja, aber nicht nur. Irgendwann geht dann auch der Hartgesottenste rein und trinkt ein Glas, weil es kalt ist. Das Saarland ist durchaus auch eine Fastnachtshochburg und man kann Karneval gar nicht absagen. Da bin ich fest von überzeugt. Und so habe ich aber auch Jens Spahn nicht, weil es eben stattfindet. Das ist eine kulturelle Veranstaltung, die auch das ganze Jahr über ist. Das Oktoberfest kann man vorbereitet, da wird getanzt, da wird geprobt, da wird einstudiert. Mhm. Und ich fände es einfach schade, wenn man all das nicht sehen könnte. Aber, und da bin ich auch wieder bei Ihnen, die Art und Weise, wie wir das machen, wird anders sein. Karneval ist eben nicht nur drei Kappensitzungen, sondern da ist viel mehr dahinter. Und ich habe den Eindruck, dass unsere Karnevalsvereine in Deutschland sich auch darauf vorbereiten, verantwortungsvoll sind. Und ich habe Jens Spahn auch exakt so verstanden, Karneval, wie wir es im letzten Jahr erlebt haben, wird es nicht geben. Das unterschreibe ich. Das wird anders aussehen. Schunkeln mit 1,50 Meter Abstand, schwierig. Das wird also anders aussehen. Und ich traue den Vereinen da durchaus zu, Konzepte zu entwickeln, die auch die Menschen schützen und wir trotzdem auch ein bisschen Freude haben können. Also bei Ihnen wird es stattfinden, ja? Es wird irgendwie schon stattfinden. Nicht in der gewohnten Form, sicherlich nicht in kleinen und engen Räumen, aber draußen zum Beispiel als hybride Veranstaltung mit Online-Übertragung. Warum nicht? Da ist vieles denkbar. Das muss man eben auch so anpacken. Grundsätzliche Verbote von Ereignissen, die sorgen eben nicht für Akzeptanz. Wir sollten uns nicht aufspielen als diejenigen, die sagen, dies und jenes geht nicht. Wir müssen definieren, was sind Hygienestandards und Abstandsstandards, Kontaktnachverfolgungsstandards, die wir anlegen müssen. Und dann ist sehr vieles in der Gesellschaft auch mit Corona denkbar. Bei Ihnen gibt es ja auch die Möglichkeit, 450 Personen treffen sich innen, 900 Personen treffen sich draußen. Das ist in anderen Bundesländern ganz anders. Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, Niedersachsen haben 50 bis 75, die sich innen treffen dürfen. Also 450 im geschlossenen Raum ist schon sportlich, wenn Sie nicht wissen, dass die alle negativ sind. Mhm. In USA wird es ja so gemacht, dass Sie tatsächlich dann so ein Unternehmen engagieren können. Die kommen im kleinen Van vorgefahren und die testen innen die alle durch, bevor es losgeht. Das ist natürlich entsprechend teuer und nur für die oberen 10.000. Aber so ähnlich stelle ich mir das in der Billigversion vor. Ich glaube, so könnten wir mit so einem Virus eher leben. Ich will Ihnen aber noch eins sagen. Würden Sie sich denn wünschen, dass der Ministerpräsident des Saarlands sagt, nee, 450 Personen in einem Innenraum geht nicht? Ich finde, in dem Innenraum ganz pauschal geht es nicht. Das müssten wirklich Extremsituationen sein. Entschuldigung, wenn ich Ihnen da so direkt widerspreche, aber das müsste eine Extremsituation sein, wo Sie wirklich in einer Ausnahmesituation das so abgekartet haben, dass Sie wirklich wissen, da gibt es keine Übertragung, das sind keine Superspread-Ereignisse. Ich denke an die Toilette, wo zum Beispiel die Durchlüftung normalerweise nicht funktioniert, irgendwelche Nebenräume, wo Sie Probleme haben. Das ist ganz selten so. Wir haben ja bei der Bundesliga und der Frage, ob Publikum bei den Fußballspielen dabei sein darf, das durchdekliniert. Und am Schluss gibt es so viele Fragezeichen, dass es schwierig ist. Vielleicht ein Hinweis zum Karneval. Ja. In Brasilien hat man es ja abgesagt aus einem ganz anderen Grund. Da war es letztlich so, dass die bei den Proben, also nicht draußen beim Straßenkarneval, sondern bei den Proben in den Proberäumen, wo die da ihre Tanzübungen machen, da haben die das nicht hingekriegt mit der Belüftung, mit dem Abstand und so weiter. Und da gab es dann schon die ersten dramatischen Infektionsketten. Und das heißt, Sie müssten eigentlich jetzt schon anfangen, sich die Proberäume anzuschauen von den Leuten, die das dann aufführen. Deswegen müssen ja Veranstaltungen im Inneren zum Beispiel auch im Saarland genehmigt werden. Das wird angemeldet, das wird auch überprüft. Und selbstverständlich kann man nicht einfach 450 Menschen in einen beliebigen Raum stecken, sondern es muss 1,50 Meter Abstand gewährleistet sein. Und von daher ergibt sich ja schon alleine, dass das kaum möglich sein wird, außer in einer sehr, sehr großen Halle. Und das ist auch der Grund, weshalb ich sage, feste Zahlen bringen uns wenig weiter. Was uns weiterbringt, sind ganz konkrete Vorgaben, was Abstand, Hygiene, Nachverfolgung angeht. Ja, aber klar ist auch, diese Regel haben wir natürlich gemacht in einer Zeit, in der es im Saarland in ganzen Landkreisen über Wochen keine Neuinfektionen gegeben hat. Wir werden das natürlich jetzt kritisch auch überprüfen. Das ist doch völlig klar, wenn Zahlen steigen, muss man das auch anpassen. So wie was lockert, wenn die Zahlen sinken, muss man es auch kritisch überprüfen, wenn die Zahlen steigen. Das versteht sich von selbst. Wir sind da sehr vorsichtig. Die Reiserückkehrer spielen eine Rolle, das zeigen die Zahlen. 50% bei Ihnen sind 50%, glaube ich, im Saarland der Neuinfektionen sind auf Reiserückkehrer zurückzuführen, vor allem eben aus den Balkangebieten. Es gibt einen Vorschlag eines Kollegen von Ihnen, der sagt, na, wenn das so ist, dass die aus Mallorca und anderen Risikogebieten das Virus mitbringen, Herr Ploss sagt das, dann sollte man die Urlaubsreisen nach Mallorca und anderen Risikogebieten vielleicht dann doch verbieten. Sind Sie dafür?
Nein, ich glaube, das ist auch nicht so ganz einfach, Reisefreiheit komplett einzuschränken. Wichtig ist, dass wir eben diejenigen, die aus Risikogebieten kommen, dass wir sie testen, und zwar schnell und unmittelbar. Und da, glaube ich, ist der Vorstoß der Bundesregierung und von Jens Spahn auch goldrichtig. Wir müssen eben nur dafür sorgen, dass diese Aussteigekarten, die in den Flugzeugen verteilt werden, dass sie auch schnellstmöglich zu den Gesundheitsämtern kommen, damit wir eben überprüfen können, ist die Person in Quarantäne, hat sie sich testen lassen. Das ist wirklich essentiell wichtig. Mhm. Und ich glaube, dass also das sehr viel Sicherheit gibt. Nicht so wie in Bayern, wo dann 900.000 Infizierte nicht wissen, dass sie infiziert sind, aber mit der Sicherheit, dass sie ja ein Testergebnis hätten haben können, dann auf das nächste Fest gehen und dann sind plötzlich 100 Menschen in Quarantäne. Also ohne Frage ist das ein schwerwiegender Fehler, der da passiert ist, und ich glaube, da werden ja auch die Konsequenzen gezogen. Wichtig ist aber, dass Markus Söder auch der Ministerpräsident war, der tatsächlich damit angefangen hat zu testen. Und das, glaube ich, muss man ihm schon auch anrechnen. Wir haben von Anfang an gesagt, wir testen nicht ins Blaue. Mhm. Wir testen auch unsere Saarländerinnen und Saarländer, wenn sie zurückkommen. Ich glaube, man darf die aus Kapazitäten... Aus Luxemburg, sie haben die Grenze nach Luxemburg. Man werden darf die getestet Kapazitäten dann? Da, glaube ich, auch nicht überfordern. Denn aber wenn ich jetzt von Luxemburg, wenn ich jetzt von Luxemburg zurück ins Saarland komme, werde ich dann getestet an der Grenze? Nein, wir haben eine Quarantäneverordnung, die speziell vorsieht, dass Pendlerinnen und Pendler, die aus Luxemburg kommen, nicht getestet werden müssen in den Teststationen. Aber wir legen natürlich Wert darauf, dass im Rahmen der Testungen, die in Luxemburg durchgeführt werden, da sind wir auch im direkten Kontakt mit den Behörden in Luxemburg, dort dann auch die Ergebnisse übermittelt werden, sodass wir sicherstellen können, dass, oder größtmöglich sicherstellen können, dass es hier nicht zum Infektionseintrag kommt. Aber ich meine, es ist völlig klar, das Virus macht nicht vor Grenzen Halt. Und in einer Region wie dem Saarland mit Luxemburg, Rheinland-Pfalz, dem lothringischen Raum, ist es auch nicht möglich, hier Grenzen zu ziehen, weil eben das so stark miteinander verbunden ist, was Pendlerinnen und Pendler angeht, dass das schlichtweg nicht funktioniert. Geben Sie uns noch einen Tipp, eine gute Teststrategie, was Menschen angeht, die von Reisen zurückkommen. Was soll man da tun? Das Erste ist, wenn man so wissenschaftlich denkt, sagt man natürlich, ich muss erst die Voraussetzungen machen. Herr Söder hat es eigentlich richtig gemacht, die Ansage war richtig, es war noch nicht gut vorbereitet. Ja, man hätte natürlich die Testkapazitäten vorher haben müssen, die Infrastruktur und das Ganze. Und ich sehe jetzt so irgendwie die Zeitachse ein bisschen problematisch, weil wir haben ja schon Ende der Urlaubszeit. Und wenn man jetzt sagt, ja, wir wollen da die Tests aufbauen und demnächst wollen wir das so und so machen, die Leute sind ja alle schon zurückgekommen. Also eigentlich ist es schon passiert in gewisser Weise, dass wir jetzt viel mehr Erkrankungen auch eingeschleppt haben, als die gemeldet werden. Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts haben jetzt eine besonders hohe Dunkelziffer im Moment, sicherlich höher, als sie am Anfang war, weil wir eben Leute haben, die auch relativ bewusst sagen, ich mache da nicht mit. Und die dann eben, selbst wenn sie Symptome haben, vielleicht nicht zum Testen gehen. Darum gehe ich davon aus, dass die Dunkelziffer hier sehr hoch ist. Also für mich ist die Strategie, die man nachverfolgen kann, weil eben die einzelnen Menschen, weil die einzelnen Menschen die einzige Chance sind, die wir haben, muss jeder selber zum Beispiel in der Apotheke sich testen lassen können. Es gibt kleine Geräte, die man überall hinstellen kann. Ist das so? In der Arztpraxis sind sie schon so weit? Ja, die Geräte gibt es, die müsste man nur auf die Strecke bringen. Die müsste man, also technisch ist das kein Problem. In den USA gibt es die Geräte. In Taiwan gibt es sogar Tests, so kleine Plastiktests, wo sie sich selber Rachenabstrich machen können. Und dann sehen sie wie beim Schwangerschaftstest, ob das blau wird oder nicht. In welcher Zeit? 3 Minuten? Dieser Schnelltest dauert ungefähr, je nachdem wie schnell sie es machen, 10 bis 20 Minuten. Und das in der Apotheke dauert 20 Minuten. Das ist so ein kleines Gerät, was das macht. Und die sind schlechter natürlich von der Nachweissensitivität als die PCR. Das ist nicht das Problem, weil es ist so, wenn sie eine normale Laboruntersuchung machen, dann müssen Sie eben die Proben ins Labor schicken. Dann müssen Sie warten, bis der Test da ist. Sie haben eine zeitliche Verzögerung und Sie können es nur weniger Leuten anbieten. Sodass insgesamt im Paket, da haben Kollegen aus Harvard das gerade genau runtergerechnet, viele etwas weniger qualitativ hochwertige Tests wesentlich leistungsfähiger sind, um eine Epidemie einzugrenzen, als wenige Hightech-Tests, wo dann auch wenige dran verdienen am Ende des Tages und wo man nicht so viel davon hat. Aber
liegen wir uns da nicht in einer falschen Sicherheit, wenn wir den Leuten ja, sagen, es ist ja, es geht ja nicht um medizinische Indikation, sondern es geht darum, das wissen wir alle, wir müssen 60% der Infektionen verhindern, um diese Epidemie einzugrenzen. Und wenn Sie einen Test haben, der statt 99% dann eben nur noch 80% oder 85% Sicherheit hat, sind Sie trotzdem weit im sicheren Bereich. Haben diese 85% bei solchen Testverfahren? Also meine Virologen, mit denen ich rede, sagen mir immer, dass diese Tests eben nicht so zuverlässig sind. Und doch, in den Bereich gehen die schon. Kommt, wie der Abstrich gemacht wird. Ja, genau. Also da reden wir ein Wort über Technik an der Stelle, weil das Argument oft kommt. Es ist so, dass die Schwachstelle ist immer, egal welches technische Verfahren Sie haben, ist immer, wie der Abstrich gemacht wurde. Ja. Und das haben Sie aber in beiden Fällen, sodass es eigentlich auf die Frage, ob der Labortest jetzt ein bisschen besser oder schlechter ist, gar nicht mehr ankommt. Durch die Abstrichqualität haben Sie immer ein Problem, dass ein Teil natürlich nicht erwischt wird. Also Sie würden sagen, testen, 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 egal wie und so und niederschwellig, oft wie möglich? Niederschwellig, dass jeder die Möglichkeit hat und dass vor allem, wissen Sie, durch den Test kann man diese unsichtbare Gefahr sichtbar machen. Das ist die einzige Möglichkeit, dass jeder so ein bisschen Selbstverantwortung übernimmt und ich bin ganz sicher, dass es gerade bei denen, die sogenannte Corona-Kritiker sind, gut ankommen würde. Ich habe eine Frage, die uns auch viel gestellt wird von Zuschauern, die haben uns geschrieben, haben gesagt, das Wichtige ist doch jetzt, das kommt jetzt auch zu den Tests, es kommt jetzt die Grippesaison. Das heißt also, ich werde Symptome haben, wo ich dann nicht weiß, ist das jetzt Grippe oder ist das Corona? Was mache ich denn dann? Ja, da treten Sie sozusagen bei mir natürlich eine offene Tür ein. Da haben wir Ende Januar das erste Mal drüber gesprochen, auch in dieser Sendung. Da war auch schon die Grippewelle. Und es ist so, wenn Sie ganz viele Kinder haben, die Erkrankungen haben, wo die Rotznase ist, der ein bisschen hustet, jetzt stellen Sie sich vor, die müssen die alle aus der Kita nehmen. Sie müssen die alle aus der Grundschule nehmen, wegen dem kleinsten irgendwas. Also, die Eltern müssen zu Hause bleiben. Die einzige Chance, das zu verhindern, ist, dass sie ganz schnell testen können, ist es nur so eine normale Rotznase oder ist es Covid? Und diese Kapazitäten müssen wir jetzt aufbauen, weil wenn wir dann im November, wenn diese Saison losgeht, da sitzen und sagen, ja, wir haben uns da was überlegt und wir fangen jetzt mit dem und dem an, dann ist es zu spät. Das würde Ihnen übrigens auch parteimäßig helfen. Sie haben einen Parteitag vor der Brust. 1000 Delegierte sollen im Dezember bei der CDU 9 Parteivorsitzenden wählen und wir lesen, dass die Überlegung jetzt angestellt wird, möglicherweise muss man den verschieben, weil wir haben ja noch keinen Impfstoff, weil wir sind mit den Tests nicht so weit. Was ist denn Ihre Information? Wird der verschoben und kommt dann Frau Kamm-Karrenbauer ins Saarland zurück? Also erstmal sind wir auf Kurs, was den Parteitag anbelangt und wir planen ihn eben zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube, es gibt jetzt auch keinen Grund, das abzusagen. Übrigens ist ein Parteitag einer Partei wie der CDU auch nicht irgendwas, was man aus Lust und Liebe jetzt macht, sondern das ist wirklich notwendig, um auch Stabilität, politische Stabilität in Deutschland zu bekommen. Mit den Tests von Herrn Kekulé ging es dann doch. Glaube ich, werden wir alles dran setzen, diesen Parteitag so durchzuführen, dass er erstens mal regelkonform ist mit den Regeln, die dann gelten und zweitens eben auch sicher durchgeführt wird für die Delegierten. Das ist oberste Priorität. Und dann werden wir ihn durchführen. Wenn das nicht geht, werden wir rechtzeitig auch Entscheidungen treffen. Für die Zukunft, glaube ich, wird es wichtig sein, dass wir das Parteiengesetz in Deutschland auch so ändern, dass auch die Durchführung eines solchen Parteitages möglich ist, in virtueller Form zum Beispiel. Jedenfalls kann man da nicht eine Hängebettpartie für die Demokratie akzeptieren. Ja, schaffen wir, andere Länder wir auch, gucken ja irgendwie wir heute diesen, auch drauf, wir müssen ja mit diesem Virus irgendwie leben. Damit. Also ich finde es toll, dass Sie natürlich an virtuellen Parteitag denken, aber viel besser wäre es doch, wenn wir das halbwegs normale Leben weitermachen könnten, obwohl das Virus da ist. Sicher. Und ich glaube, da gibt es ja Instrumente für. Und ich glaube, das sollten wir eher anstreben, statt uns jetzt bis der Impfstoff kommt, quasi in Zoom-Konferenzen und virtuellen Welten und ohne Partys und so weiter. Ich glaube, das ist nicht notwendig, sondern wir haben eine Alternative und die sollten wir ergreifen, statt uns jetzt zum Opfer des Virus zu machen. Wir warten auf die schnellen Tests in jeder Apotheke. Das klingt nach einer interessanten Idee. Schauen, ob die kommt. Danken aber für den Moment, für den Einblick in eine Corona-Pandemie, die uns nicht loslassen möchte. Tobias Hans, vielen Dank, dass Sie da waren. Alexander Kekulé, schön, dass Sie hier waren. Und die Frage tatsächlich, ob die Politik jetzt die Zügel langsam wieder anzieht oder nicht, kann man vielleicht beantworten, wenn man sich das anhört, was der Bundesgesundheitsminister an diesem Wochenende gesagt hat. Ich habe am Freitag mit Wirten bei mir daheim im Münsterland gesprochen. Die sagen halt, nach dem zweiten, dritten Bier oder Wein bei so einer Familienfeier, bei einer Zusammenkunft, 15, 20 Gäste, dann ist es schon echt schwer, alle daran zu erinnern, wie die Regeln sind und aufeinander aufzupassen. Und deswegen finde ich, müssen wir mit den Ländern nochmal schauen, was sind die Grenzen, was sind die Regelungen für die Größe etwa von Veranstaltungen.
Familienfeiern sind plötzlich ein Risiko, Frau Fried. Wie gehen wir damit um? Wie gehen Sie damit um? Also ich persönlich denke, wir müssen uns überlegen, was uns wichtiger ist. Wollen wir, dass unsere Kinder in die Kita und in die Schule gehen können? Wollen wir, dass die Eltern an den Arbeitsplatz gehen können? Mhm. Wenn wir das wollen, dann müssen wir vielleicht in einem anderen Bereich verzichten. Dann kann man halt nicht mehr feiern bis zum Abwinken, sondern dann muss man vielleicht mal für ein Jahr noch Einschränkungen in Kauf nehmen. Die sind ungemütlich, die sind ärgerlich und schade und alles. Aber ich finde, wir müssen Prioritäten setzen und alles geht eben offenbar nicht. Haben Sie zuletzt eine Familienfeier gehabt, Frau Ortel? Tatsächlich, ja. In Ostdeutschland, beim ostdeutschen Teil der Familie. Und das ist eigentlich Business as usual gewesen. Also wir hatten einen Raum mit 30 Leuten. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwie in einer Pandemie lebe. Im Gegenteil. Es waren um mich herum fast alle über 70. Wir saßen eng an eng. Und hatten Sie ein gutes Gefühl dabei? Wir beide, also mein Partner und ich, waren die Einzigen, die sich ein bisschen gewehrt haben. Die anderen wollten das partout so haben und wir wollten ihnen diesen Gefallen erfüllen. Muss die Politik uns in die Familienfeiern hinein regieren, weil wir es alleine nicht begreifen, Herr Blome? Ich glaube, das sollte der allerletzte Schritt sein, weil es ist ja anders als in der ersten Runde im März, wo alle sehr folgsam waren, weil sie wirklich unter Schock standen. Man sah diese Bilder und dachte, das ist jetzt aber wirklich ernst. Und dann folgte man den ganzen Vorgaben und den ganzen, wie soll man sagen, zum Teil ja auch sehr drastisch ergriffenen Maßnahmen. Und ich weiß nicht, ob das ein zweites Mal wieder so sein würde. Dieses Mal würde man vielmehr, glaube ich, sagte ja auch der Ministerpräsident, auf die Freiwilligkeit der Leute setzen müssen, auf die freiwillige Folgsamkeit. Mhm. Und da muss man wahrscheinlich mehr Transparenz haben, beziehungsweise, glaube ich, was mir so ein bisschen fehlt, ein paar Zahlen und ein paar wirkliche Kriterien an der Hand haben, wo jeder sehen kann, also wenn wir diesen Punkt jetzt erreichen, dann wird es wirklich ein bisschen kritisch und jeder sollte ernsthaft anfangen aufzupassen. Oder bis dahin ist das noch okay. Und das fehlt, weil es keine Definition gibt, was ist jetzt eigentlich die zweite Welle. Mhm. Es fehlt eine Zahl, wo man sagt, also wenn wir die jetzt wirklich erreichen, dann wird es kritisch. Ab da schlagen wir Alarm, drunter ist es okay. Und darum gibt es so eine Warnstufenkommunikation mit der Bevölkerung im Moment nicht. Es steigt so und steigt so vor sich hin. Und keiner wird richtig wach. Auch die Politik, glaube ich, wird nicht richtig wach. Und irgendwann wird es dann wieder mit einem Riesenalarm über uns kommen. Und das, glaube ich, wird nicht noch mal so gut funktionieren mit der Bevölkerung. Das ist ja jetzt auch eine politische Einschätzung. Die würde ich gerne von Ihnen allen dreien hören. Haben Sie das Vertrauen in die Politik, dass die jetzt gerade schon dabei ist, tatsächlich das zu verhindern, dass es noch mal zu einem kompletten Stillstand kommt? Haben Sie das Gefühl, es gibt jemanden mit einem Plan? Haben Sie das Gefühl, es gibt jemanden, der Kommunikation kann? Wie sehen Sie das? Also im ersten Teil der Pandemie, also während des Lockdowns, hatte ich das Gefühl, dass ich sehr gut regiert werde von dieser Bundesregierung und habe da großes Vertrauen gehabt, auch in meine Landesregierung. Bayern, genau. Dazu sagen. Jetzt seit einiger Zeit, muss ich sagen, finde ich es auffallend still. Und mir fehlt tatsächlich diese Kommunikation, mir fehlt der Kontakt zu dieser Regierung. Ich weiß überhaupt nicht, was wird da besprochen, was wird da gedacht, was planen die, was haben die vor. Man hat das Gefühl, die sind alle im Urlaub. Jetzt haben wir mal irgendwann gerade was von Herrn Spahn gehört. Aber da ist für mich im Moment ein riesiges Manko und ein großes schwarzes Loch. Und Sie hätten es gerne? Ich hätte das gerne. Ich finde, die Regierung und der Bürger, die müssen im Kontakt sein, die müssen im Austausch sein. Und man muss wissen, was die Regierung vorhat, damit man auch diese Akzeptanz erreicht, von der Herr Hans vorhin sprach. Mhm. Denn es werden Maßnahmen nötig werden, seien es die Familienfeiern, seien es irgendwelche anderen Dinge. Deswegen ist das wichtig mit dem Vertrauen, was ja gegenseitig ist. Mhm. Der Bürger muss der Regierung vertrauen und die Regierung muss auch auf die Vernunft der Bürger vertrauen können. Darf ich noch einen Satz zu den Tests sagen? Ja. Gerade die Familienfeiern, das ist doch eigentlich etwas, wo man wunderbar die Anregung von Herrn Kekulé aufgreifen könnte und sagen, okay, wenn ihr Omas 90. Geburtstag feiern wollt, dann sorgt dafür, dass alle, die zu diesem Fest kommen, eben getestet sind. Und dann aber, dann fühlen wir uns alle besser. Aber nach dem positiven Testergebnis oder zwischen dem Test und dem Ergebnis niemanden exakt sehen. Also das da gehört eine persönliche Aber das geht Quarantäne heute so dazu. Schnell. Sie haben heute innerhalb von einem Tag ein Testergebnis. Das finde ich ist nicht zu viel verlangt. Gut, und dann gehen wir drei Tage nicht mehr arbeiten. Was noch nicht das klappen wird, die Nummer wird nicht klappen beim Karneval. Also ich weiß nicht, wann Hans das letzte Mal auf dem Karneval war, zumindest an die Form von Karneval, an Fastnacht. Die ich mich erinnere. Fastnacht. Ob das draußen ist oder drin, da stehen die Leute halt dicht an dicht. Mhm. Insofern finde ich, die erste wirkliche Kommunikation, die eingefordert wurde, war die tatsächlich von Herrn Spahn, der sagte, das könnt ihr so vergessen. Und lieber richtet ihr euch darauf ein, dass ihr jetzt eure Hallen absagt und jetzt eure Umzüge absagt, weil das wird es einfach nicht mehr geben. Mhm. Also nicht dieses Jahr zumindest. Frau Attey, haben Sie Vertrauen, dass der zweite Lockdown verhindert wird?
politisches Handeln. Ich habe kein Vertrauen in politisches Handeln im Moment, wenn ich mir die Vorgänge in Bayern anschaue, wenn ich mir die, sage ich mal, Effekthascherei anschaue eines Markus Söder, der auf der einen Seite sagt, dass er Ad-hoc-Tests überall haben möchte und jetzt auch noch davon redet, dass es jetzt Teststationen in allen Landkreisen gibt, wo dann wiederum viele Landkreise sagen, oh, das haben wir erst aus der Presse erfahren, dass es das geben soll. Dann verdachtsunabhängige Reihentests. Auf der anderen Seite dann aber, wenn ich mir die Gemüsefarmen anschaue und schaue die Erntehelfer und sehe da hunderte Infektionen, da wird nichts gemacht. Aber auf der anderen Seite wird ganz viel gemacht. Die Causa Bayern. Geduld ist die Stärke des Kollegen nicht, muss man sagen. Sie reden über Herrn Söder. Ja, also das unbedingt an diesem Wochenende schon, also schon recht so schnell wie möglich, aber er wollte es unbedingt vor den anderen haben, weil man so das Gefühl hat zumindest, dass alles, was er macht, auch immer ein Wettbewerb ist. Und dann möchte er natürlich immer der Erste sein, wenn man halt schon so wettbewerbsgepolt ist. Und das war jetzt eine Runde zu schnell. Und wenn dann da Leute sitzen vom Bayerischen Roten Kreuz und das auf dem Zettel mit dem Stift machen und hinterher versuchen müssen, die Adresse zu lesen, die sie aufgeschrieben haben, oder die genervte, gefrustete Urlauberrückkehrer da drauf geschrieben haben, dann ist das eben ein echter Fehler, der hätte erwarten müssen. Wird ihm das denn schaden, glauben Sie? Weil er hat ja wirklich jetzt gerade dieses Image des großen Machers. Haben Sie das Gefühl, das hält nach? Oder? Nein, ich glaube nicht, weil es ja jedem passieren kann. Also genauso wie der Skandal oder so der riesengroße Ausbruch in der Fleischfabrik, die nun in NRW stand, nicht Herrn Laschets Ambitionen zertrümmert hat vollständig, wird auch das nicht Herrn Söders mögliche Ambitionen vollständig zertrümmern. Das dreht noch dreimal, bis die in ihrem Parteitag, wenn er im Dezember stattfindet, antreten. Das glaube ich jetzt nicht, aber man sieht nur unter Druck ja manchmal doch, wie Politiker im Kern ticken. Ja. Da hat man einmal gesehen, Markus Söder ist ein sehr durchsetzungsstarker, entschlossener Politiker, toll. Und gleichzeitig ist er außerordentlich ungeduldig und das ist irgendwie nicht so gut. Ja, aber nur wer nichts macht, macht auch keine Fehler. Also ich meine, ich bin wirklich nicht verdächtig, Markus Söder zu verteidigen. Das weiß jeder, der mich kennt. Aber und in diesem Fall ist eine schlimme Panne passiert, gar keine Frage. Die muss politisch aufgearbeitet werden, da muss auch Verantwortung übernommen werden. Aber was ich nicht mag, ist diese Häme und Schadenfreude, mit der jetzt alle auf ihn losgehen und sagen, haha, als Adler gelandet, als Adler gestartet, als Suppenhuhn gelandet. Genau. Nein, vollkommen d'accord. Das vergiftet unseren politischen Diskurs, dass alle immer nur darauf achten, dass der politische Gegner einen Fehler macht, um dann drauf zu schlagen. Aber es lehrt was wir über den Mann. Das tut es schon. Ja. Es lehrt was über den Mann? Das mag sein. Man erkennt natürlich, und Sie haben völlig recht, er ist ungeduldig, er kann nicht warten. Und das ist natürlich auch eine Eigenschaft, die nicht wirklich gut für einen Spitzenpolitiker ist. Gar keine Frage. Es gibt ein Zitat von Markus Söder, der sagte, auf die Frage, ob ein Kanzlerkandidat Corona-Krisen meistern können muss, sagt er, nur wer Krisen meistert, wer die Pflicht kann, der kann auch in der Kür glänzen. Also er hat die Latte schon so hochgelegt. Das zeigt ja auf den Hintergrund. Der Hintergrund ist immer noch das Wettbewerberverfahren um Kanzlerkandidatur, Parteivorsitz. Offiziell ist Markus Söder nicht dabei, was die Kanzlerkandidatur angeht, aber im Hintergrund natürlich schon. Der offizielle Bewerber, der große, der im Raum steht, das ist der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Den hat die Kanzlerin jetzt nun auch besucht und hat ihn öffentlich, ja, wie soll man sagen, oder seine Qualitäten gelobt, geadelt. Wenn Sie das größte Bundesland der Bundesrepublik Deutschland regieren, in einer Koalition CDU, FDP, die effizient arbeitet, die nicht durch besonders viel Streitereien auffällt, dann ist das zumindest ein Rüstzeug, das durchaus Gewicht hat. Was? Wie? Unangenehm auffallen reicht schon, oder wie? Ja, aber wenn ich jetzt sage, Frau Maischberger, Sie haben das also wirklich auch in Jahren bewiesen, dass Sie das Rüstzeug haben für eine gute Moderatorin. Fühlen Sie sich dann gelobt? Wenn es von Angela Merkel käme, ja. Weil für Angela Merkel ist das doch ein hohes Lob, oder nicht? Ja, aber sie spielt mit denen, oder? Sie spielt? Ja, ich habe das Gefühl, es macht ihr Spaß, diese Frage zu bekommen, um diese Frage, also wen sie jetzt gerne hätte oder wen sie bevorzugt, wen sie besser findet. Und sie tanzt so drumherum. Sie hat auch in Bayern, als sie bei Markus Söder war, eine echt süffisante, sehr lustige, doppelbödige Antwort gegeben. Und hier wieder, ich glaube, es macht ihr Spaß. Okay, na gut. Ich meine, es gibt tatsächlich diese beiden Besuche und es ist ja immer etwas, wenn die Kanzlerin kommt, es war lange Zeit so, dass sie nicht auftauchen sollte, weil keiner wollte mit ihr, aber jetzt ist sie wieder populär. Die Inszenierung ist wichtig für denjenigen, der sie betreibt. Ich würde Sie mal gerne bitten, auf zwei Fotos zu schauen und uns zu sagen, was sagt das über die Frage der Inszenierung und wer der beiden Kandidaten hat quasi
den Versuch, von der Popularität der Kanzlerin zu profitieren, besser gemeistert, ist es Markus Söder, der die Kanzlerin ins Schloss Herrenchiemsee eingeladen hat. Früher ein Königssitz. Frau Attal, was sagt Ihnen? Oder Herr Laschet, Zeche Zollverein in Essen, früher Steinkohlebergbau. Was sagen uns diese beiden inszenierten politischen Bildern über die Absicht der beiden Männer? Der Monarch und der harte Arbeiter. So durchsichtig. Also ich denke, da ist bewusst auf den Gegensatz gesetzt worden. Ne? Also der Fleiß im Stillen, im Untergrund sozusagen. Und auf der anderen Seite eben, ich muss mich wiederholen, die Effekthascherei, das große Bild. Aber warum hat Angela Merkel das Bild mit in Herrenchiemsee mitgemacht? Denn sie hätte ja sagen können, das kannst du dir schenken, wenn ich setze mich da nicht neben dich in diesen Saal, der ausschaut wie Versailles. Warum hat sie das mitgemacht? Ich weiß es nicht. Ich kann mir keinen richtigen Reim darauf machen, weil es natürlich eine so derartig totale Inszenierung ist, in der eine Frau, die eine Frau möglich macht, der Inszenierung sonst eher ferner steht, sagen wir mal so. Also Angela Merkel inszeniert auch Politik, aber nicht so sehr wie dies. Insofern, keine Ahnung, ob sie irgendjemandem mal die Sporen geben wollte. Also Herrn Laschet, jetzt bemühe dich auch mal ein bisschen, sonst zieht er vorbei mit seinem Riesenschloss. Sie meinen, also sie hätte es verhindern können? Ich bin nicht sicher, wenn sie jetzt gesagt hätte, ich komme da nicht ins Schloss. Sie sind ja auch dann noch auf dem Schiff gefahren, auf dem Chiemsee. Sie Kutsche gefahren. Also sie das haben alles da, gemacht, was Angela komisch. Merkel sonst nicht machen würde. Das war doch fast schon Satire eigentlich. Ja. Also man konnte es eigentlich fast nur mit einem ironischen Augenzwinkern sehen. Und vielleicht hat sie das auch irgendwie empfunden. Welcher der beiden Kandidaten hat sich denn für seine Wähler und fürs Publikum besser dargestellt? Armin Laschet mit dem betont Bescheidenen oder Markus Söder, Frau Fried? Schwer zu sagen. Das sind zwei sehr unterschiedliche Temperamente und entsprechend agieren sie natürlich auch unterschiedlich. Ich finde, jeder hat es auf seine Art eben gemacht, so gut er es konnte. Und wir haben halt schon sehr schöne Schlösser in Bayern. Das ist halt nun mal so. Und alles klar. Ja, aber das limitiert den Anspruch eben auch auf Bayern, finde ich. Ah, okay. Weil so ein Schloss steht jetzt, also gibt es sicherlich auch noch an anderen Ecken, wahrscheinlich auch im Saarland so eins, in Deutschland, aber ich glaube, kein anderer Ministerpräsident hätte das so inszeniert, die Pracht seines Landes. Und dann ist es eben sein Land und nicht mehr. Wir bleiben beim Thema Inszenierung und schauen nach Amerika, wo tatsächlich das, was die CDU noch lernen muss, gelungen ist. Ein Parteitag, den die Demokraten abhalten, findet komplett virtuell statt. Und er hat einen wichtigen Teil gestern zu bewältigen gehabt, nämlich offiziell den Präsidentschaftsbewerber der Demokraten, Joe Biden, zu wählen. Wie das gelungen ist und ob das nur die Amerikaner können, zeigt dieser kurze Ausschnitt über der gestrigen Nacht. Joe Biden ist jetzt offiziell nominiert von der Demokratischen Partei als unser Präsidentschaftskandidat. Aus tiefstem Herzen, Dank an euch alle. Frau Attal, in diesem Moment hat sich Joe Biden ja sehr gefreut und es ist irgendwie, kommt das natürlich, jetzt beginnt ein Wahlkampf, alle sagen, es wird ein wahnsinnig schmutziger Wahlkampf. Glauben Sie, Joe Biden hat eine Chance? Ich denke, er hat eine Chance. Er muss sich aber bemühen, diejenigen, die eben Angst davor haben, vor dem demografischen Wandel in Amerika eben explizit mit einzubeziehen. Also wenn er seine Arme umfassen kann und eben die Wähler in, ich weiß nicht, Wisconsin auch noch mitnehmen kann, dann eben hat er wirklich eine Chance. Mhm. Ja. Sie haben, als wir Sie fragten, worüber haben Sie sich gefreut, haben Sie uns vorher gesagt, über Bidens Mut, Kamala Harris als Vizepräsidentschaftskandidatin mit aufs Ticket zu nehmen, eben eine schwarze Amerikanerin, von der jetzt die Gegenseite schon die Frage stellt, ist sie überhaupt Amerikanerin? Hat das jetzt seine Chancen verstärkt oder geschwächt? Also Mut ist natürlich ein, wie soll ich sagen, in dem Fall vielseitiger Begriff. Es ist natürlich auch Kalkül. Er glaubt natürlich, dass er damit eine bestimmte Wählerschicht ansprechen kann. Die Frage ist, ob das wirklich gelingt, denn Kamala Harris hat ja eine durchaus widersprüchliche Vergangenheit. In ihrer Zeit in Kalifornien stand sie zeitweise ja für eine sehr strenge Law-and-Order-Politik, die sich auch sehr stark gegen die schwarze Bevölkerung gerichtet hat. Insofern hat sie da nicht nur Sympathien. Gleichzeitig, das amerikanische Volk weiß, wenn es Biden wählt, dann wählt es Biden für maximal eine Amtszeit, vielleicht sogar für weniger. Er ist wie alt nochmal? Er ist 78. Das heißt, er ist in einem Alter, wo jederzeit auch gesundheitlich irgendwas passieren kann. Und Sie wissen genau, wenn Sie dieses Team wählen, dann wählen Sie möglicherweise eine Präsidentin, Kamala Harris. Und das
finde ich dann schon klasse, dass er das gemacht hat. Er hätte es sich vielleicht einfacher machen können. Andererseits finde ich, steht dieses Team eben auch nicht für einen wirklichen Wechsel. Es ist ein Establishment, das vorher existiert hat, jetzt existiert. Für viele Wähler wird es ein Problem sein, weil sie sagen, macht für mich überhaupt keinen Unterschied, ob ich den wähle oder den. Für mich geht es sowieso nicht besser oder nicht weiter. Ich glaube, dass, Entschuldigung, wenn ein Land die Wahl hat zwischen einem durchgeknallten Narzissten und einem honorigen, aber nahe an der Demenz sich befindlichen Greis. Das ist doch ein Trauerspiel, oder? Ist das also hart? Das ist ein Armutszeugnis, leider wirklich für das politische System oder für die, kann man sagen, die Nachwuchsgenerierung, dass es am Ende nur Joe Biden geworden ist. Ich wüsste jetzt auch aus der Reihe, die da angetreten sind, als Kandidaten Kandidat zu werden, wüsste ich jetzt keinen anderen zu nennen, der es vielleicht besser gemacht hätte oder bessere Chancen hätte. Mhm. Wahrscheinlich ist es sogar so, dass er die besten Chancen hat, relativ. Aber dass es keinen anderen gibt, der so mittig daherkommt und versöhnend wie Joe Biden das kann, aber halt 30 Jahre jünger ist. Aber Sie glauben auch nicht, dass er eine Chance hat, oder doch? Doch, ich glaube schon, dass er eine Chance hat, weil ich glaube, dass er wird ja nicht für etwas gewählt. Bestenfalls dafür, dass er nicht Donald Trump ist. Ja. Und das ist auch schon das ganze Programm. Bei Kamala Harris ist das glaube ich anders. Reicht das am Ende? Es sind ja ganz viele Republikaner, die auch sagen, wählt den, damit. Es könnte sein, dass er einfach nur dass da jemand abgewählt wird und es beinahe egal ist, wer reingewählt wird. Deswegen. Und das ist wahrscheinlich seine Chance. Ich habe jetzt noch nichts Richtiges gehört, ehrlich gesagt, was er eigentlich vorhat inhaltlich. Also was würde er mit seinen 4 mutmaßlichen Jahren denn so anfangen? Er hat aber schon einiges gesagt dazu, also dass er die außenpolitischen Leitlinien noch mal festlegen wird, dass er die NATO noch mal stärken wird. Also da hat er sich schon geäußert. Er würde die größten Ausrutscher oder Ausraster meinetwegen auch von Donald Trump versuchen, rückgängig zu machen. Und ansonsten Build Back Better, glaube ich. Also das wieder aufzubauen, was Corona eingerissen hat. Gut, das ist klar, eine andere Aufgabe gibt es wahrscheinlich auch nicht. Aber wie genau und wie er vor allen Dingen versuchen will, diese beiden ja beinahe gleich großen Hälften dieses Landes wieder zu versöhnen. Und nun glaube ich ja nicht, dass die Leute, die Trump wählen, hinterher sagen, okay, hat halt der andere gewonnen. Mhm. Und wir sind jetzt versöhnt und glücklich, dass wir diesen Joe Biden als Präsidenten haben. Also wie kriegt er die wieder zusammen? Dafür fehlt das Programm dann schon, finde ich. Und Corona vielleicht auch in diesem Fall, Sie haben es ja gerade gesagt, wird eine wahlentscheidende Rolle spielen. Erst einmal vielen Dank bis hierher. Corona hat vieles deutlich gemacht, aber die Angst vor Corona hat auch viele andere Themen, die vielleicht wichtig sind, in den Hintergrund gedrängt, zum Beispiel solche auch, die für uns gefährlicher sind als das Virus. Das jedenfalls sagt mein nächster Gast und ich bin froh, dass er heute hier ist und ich begrüße, wenn er denn da ist, Richard David Precht, den Philosophen. Ist er da? Doch, er kommt. Schönen guten Abend, Herr Precht, wenn Sie netterweise hier einmal Platz nehmen. Guten Abend. Guten Abend. Herr Precht, Sie sind ein Philosoph. Sie beschäftigen sich mit den großen Fragen unserer Zeit, den wirklich wichtigen Dingen. Jetzt sind wir seit 10 Jahren in einer Art Krisenmodus. Wir hatten die Bankenkrise, es kamen Flüchtlinge. Wir sind jetzt mitten in der Corona-Krise. Was macht das eigentlich mit einer Gesellschaft, diese permanente Alarmstimmung? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wir heute deutlich mehr Krisen haben als zu anderen Zeiten. Aber in einer Gesellschaft, in der die Medien sich mit Sensationierungen wechselseitig Konkurrenz machen. Ach, jetzt sind Sie es wieder schuld. Ja, ich weiß, das ist die klassische Antwort von Journalisten zu sagen, jetzt sind Sie es wieder schuld. Aber der Punkt ist ein anderer. Mhm. Es geht nicht darum, jetzt bestimmten Sendern etwas vorzuwerfen, sondern es ist ja auch die Möglichkeit, die Menschen haben, sich über das Internet zu informieren. Und das ist überall in einer völlig aus dem Ruder gelaufenen Medienlandschaft, ist sozusagen die Sensationierung ein ganz anderer Teil. Man muss ja nur eine Tagesschau vor 30 Jahren angucken, dann sieht man, in welcher Art damals Nachrichten präsentiert wurden. Mhm. Also ich glaube, ein Teil davon ist auch gemacht, in früheren Zeiten gab es genau solche Krisen. Wenn Sie das 20. Jahrhundert durchgehen, gab es viel gewaltigere Krisen als die Corona-Krise. Ich nehme jetzt mal das, aber die jüngste Vergangenheit und da fällt es aber schon auf, dass es doch eine Massierung gibt jedenfalls. Gibt es irgendeine von diesen Krisen, von der Sie sagen, die ist eigentlich gar nicht wichtig gewesen? Die Banken, Corona, nehmen Sie das nicht ernst? Nein, ich sage nicht, dass sie nicht wichtig gewesen sind, aber wenn ich mal denke, sagen wir mal so, die Zeiten, als eine militärische Eskalation zwischen der Sowjetunion und Amerika in der Luft lag. Ne, das war nach der Kuba-Krise so. Oder während der Kuba-Krise. Oder das war Anfang der 80er Jahre so, als Reagan mit seinem SDI-Programm war. Ich meine, da stand sozusagen die Vernichtung der Menschheit unmittelbar bevor. Das sind schon andere Krisen als die, durch die wir jetzt in den letzten 10 Jahren Finanzkrise, also Finanzmarktkrise oder Corona-Krise gegangen sind. Aber die Angst zum Beispiel vor dem atomaren Krieg hat damals ja auch unheimlich Hunderttausende von Menschen auf die Straße gebracht, hat am Ende zu einer Parteigründung
auch beigetragen, nämlich zu den Grünen. Das heißt ja, dass die Menschen auch schon früher Angst hatten vor den Dingen und nicht nur jetzt. Ja, absolut haben die Angst gehabt. Ich wollte nur dem Satz widersprechen, dass die letzten 10 Jahre sozusagen im Hinblick auf Krisen schlimmer gewesen wären als frühere Zeiten oder dass wir das so nicht mehr kennen. Okay. Weil ich glaube, das stimmt einfach nicht. Die Corona-Krise, um damit jetzt mal weiterzumachen, haben Sie das Gefühl, die war tatsächlich so bedrohlich für die Menschen, dass das, was der Staat an Maßnahmen getroffen hat, angemessen war? Ich glaube, dass es weitgehend angemessen war. Also natürlich war das ja auch für den Staat Neuland, das muss man mal dazu sagen. Und dass man da am Anfang in dem einen oder anderen Punkt überreagiert hat, dass man botanische Gärten geschlossen hat, man hat Parks dicht gemacht, man hat den gesamten Einzelhandel lahmgelegt. Und das ist natürlich klar, ich meine, das waren Leute, die in der Situation völlig überfordert waren. Das wäre ich ja auch gewesen, das wären sie auch gewesen. Und dass man da manchmal überreagiert hat, liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Und ich denke, wenn es einen zweiten Lockdown geben würde, dann hätte man in jedem Fall daraus gelernt. Der würde nicht wie der erste aussehen. Nämlich wie? Der zweite? Ja, also ich denke nicht, dass man hingehen würde und einen Fahrradladen dicht machen würde. Ja? Man würde das Gleiche machen wie jetzt. Man würde sagen, da dürfen nur 2 Leute reingehen und nur mit Maske. Mhm. Also man würde das nicht weiter verschärfen. Hat es Sie eigentlich überrascht, wie willig die Deutschen letztlich doch eine so unfassbar weitreichende Einschränkung ihres Lebens ertragen oder einfach auch wirklich auch bereitwillig mitgemacht haben? Also diese ganzen Verbote, die hier ausgesprochen worden sind, sind hier aufgenommen worden. Das hat mich nicht überrascht. Also wie der Zufall es will, habe ich vor dem Ausbruch der Corona-Krise ein Interview gegeben, für das ich stark angefeindet wurde, in dem ich gesagt habe, die Menschen lieben Verbote. Und das ist tatsächlich so. Die Menschen lieben Verbote, wenn es um ihre elementaren Sicherheitsinteressen geht. Mhm. Ja, wir haben Tausende von Verboten im Straßenverkehr, damit wir nicht überfahren werden und nicht angefahren werden und da zielsicher durchkommen. Und wenn ich gefährdet bin an Leib und Leben, dann ist es die größte Zahl der Menschen, und das sah man natürlich auch an der Zustimmung für Markus Söder, ja, die fühlten sich geborgen, die fühlten sich aufgehoben, der Staat sorgt für mich, der kümmert sich, der macht sich Gedanken. Das war die große Mehrheit der Bevölkerung. Mhm. Das heißt also, wenn ich Angst habe um mein eigenes Leben, akzeptiere ich auch ein solches rigides Verbot? Absolut. Also nicht jeder, wie wir wissen. Ne? Es gibt eine kleinere Zahl von Leuten, die das nicht akzeptieren. Da haben die Medien viel Gefallen dran gefunden. Aber das ist ja nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Die Mehrheit der Bevölkerung hat sich ja in dieser Krise wirklich a. anständig verhalten und hat b. auch eingesehen, ja, dass bestimmte Einschränkungen ihrer Freiheit notwendig sind. So, die Mehrheit der Bevölkerung hat akzeptiert sogar, dass die botanischen Gärten geschlossen worden sind. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel über Tempo 130 auf Autobahnen zu reden, was möglicherweise auch Leben retten könnten, sind alle auf dem Baum. Wie kommt sind das denn? Sind erstens nicht alle auf dem Baum, muss Sie man aber ganz klar sagen. Nicht nur ich das. Und ich denke mal, bestimmt ein Drittel der Bevölkerung kann da gut mit leben. Und da muss man mal eines sagen. Also wenn bei manchen Leuten so ein bisschen manche Prozesse etwas zu realisieren oder zu verstehen ein bisschen langsam gehen, kann der Staat das trotzdem machen. Ich denke an das Rauchverbot. Mhm. Also da hat jeder gesagt, ich erinnere mich an die Diskussion, das wird man in Deutschland niemals machen können, den Leuten im Restaurant das Rauchen verbieten. Können Sie sich heute vorstellen, Sie sitzen in einem guten Restaurant und jemand vom Nebentisch qualmt Ihnen mit einer Zigarre auf das Essen. Das heißt also, auch die Leute, die damals vehement dagegen waren, waren schon relativ kurze Zeit später dafür. Mhm. Und das würden wir bei Tempolimits auf Autobahnen würden wir das hinkriegen, wenn die Leute nach ein paar Jahren sich gar nicht mehr daran erinnern, wie das ist mit 200 Es scheitert zu Jahr für Jahr scheitert es auf der politischen Ebene und die Politiker jedenfalls, die es zu bestimmen hätten, tun es nicht, weil aber sie nicht sagen, aus Angst vor der Bevölkerung, sondern aus Angst vor Autoindustrie. Es ist das Gleiche. Ich meine, es ist unverantwortlich, dass wir Autos, die so viel Sprit verbrauchen, so viel CO2 in die Luft blasen, wie SUVs weiter in unseren Innenstädten fahren lassen. Der Grund, warum die Politiker das nicht verbieten, ist nicht, weil sie Angst vor dem Wähler haben. Weil fährt ja nicht jeder ein SUV. Also die Spitzenzahlen in Düsseldorf, wo ich wohne, liegen so bei 30% mittlerweile. Ja? Und früher sind die Leute auch kein SUV gefahren. Nein, weil die Automobilindustrie mit den SUVs ihre E-Mobilität finanziert. Ja, und weil mit Autos, die deutlich schneller als 100 fahren, davon lebt die Automobilindustrie. Und das ist der Grund, warum die Politiker sich nicht daran trauen, weil die sagen, das ist Arbeitsplatzverlust. Würden Sie denn mehr verbieten? Weil ich weiß, Klimaschutz ist einfach ein großes Thema für Sie. Und Sie sagen, im Prinzip ist es doch so, der Klimaschutz bedroht unser Leben sehr viel stärker, als es die Corona-Infektionen tun. Genau, aber nicht so übrigens, unmittelbar. Aber warum haben die Menschen vor dem Klimaschutz dann weniger Angst als vor Corona? Vor dem Klimawandel, meinen Sie? Ja, ganz einfach, weil er nicht so unmittelbar ist. Das ist ja, also ich meine, es war ja so, Corona bedrohte in allererster Linie die Großeltern, die Eltern und die Großeltern. Und der Klimawandel bedrohte in erster Linie die Kinder und die Enkel. Und es ist tatsächlich so, dass die Leute, die jetzt in den führenden Positionen sind, die sind in unserem Alter.
Und das sind Leute, die sagen, naja, die schlimmsten Auswirkungen davon und so weiter werde ich nicht weiter erleben. Das glauben Sie, und machen die bewusst so zynisch, eine Grund, ja? Es gibt noch einen zweiten. Bei Corona ist es so, dass wir sagen, gut, da ist jetzt was von außen gekommen, das haben wir nicht gemacht. Ne? Und mit ganz viel Geld versuchen wir das zu reparieren und dann versuchen wir die Verhältnisse wieder herzustellen. Beim Klimawandel müssen Sie bestimmte Geschäftsmodelle verbieten. Also zum Beispiel diese Billigkreuzfahrten. Das bedeutet Arbeitslose bei den Werften. Ja, die handeln sich einen unglaublichen Ärger ein, weil bestimmte Geschäftsmodelle einfach nicht mehr gehen. Und das haben sie bei Corona überhaupt nicht. Da sagen sie nur, ja, sie müssen jetzt eine gewisse Zeit und dann wird man gefördert und dann kommt man wieder auf die Beine. Das ist aus der Sicht des Politikers ein großer Unterschied. Und deswegen reagiert er bei Corona relativ risikolos. Beim Klimawandel ist das Risiko für den Politiker größer. Erstmal, um das nochmal abzusagen. Also Sie würden SUVs einfach verbieten, die Herstellung davon? Ich würde die Herstellung verbieten, weiß ich gar nicht, ob das geht. Ich würde das ganz anders machen. Ich würde sagen, mit einem Auto, das mehr als eine bestimmte Spritzahl verbraucht, mal abgesehen jetzt von Nutzfahrzeugen, darf man in unseren Innenstädten nicht mehr fahren. Okay, billige Kreuzfahrten höre ich schon auch raus. Würden Sie auch verbieten? Das würde ich auch verbieten, ja. Sie würden verbieten Inlandsflüge? Naja, bei den Inlandsflügen, also die Frage ist, was ist Inland? Also es macht ja einen Unterschied. Ich kann ja ins Ausland fliegen, 300 Kilometer. Ja, also das wäre jetzt nicht die Pointe. Ich müsste sagen, es geht um die Entfernung. Also ein Flug von Hamburg nach München macht noch einen gewissen Sinn. Aber ein Flug von Frankfurt nach München ist schon eine andere Nummer. Also ich würde mal sagen, so unter 500 Kilometer. Und das Schöne ist hier, und das ist der große Unterschied, ja, zu den Sachen mit den Kreuzfahrten, keiner macht Gewinne unter 500 Kilometer. Ja, die Lufthansa keiner verdient unter 500 Kilometer, zahlt die letztlich drauf. Nee, ist wirklich so. Müssten wir checken. Ja, können Sie checken, ist tatsächlich so. Sondern der Grund ist, das ist eine Prestigegeschichte. Das ist eine Prestigegeschichte für Manager und so weiter. Da will man sich nicht unbeliebt machen. Okay, aber ich meine, alles, was Sie sagen, also man könnte das jetzt weitermachen. Ich glaube, billiges Fleisch würden Sie auch mal vom Markt nehmen, wenn es ginge, oder teurer machen? Ja, ich weiß natürlich, warum das nicht geht. Ja? Also beim Fleisch haben wir das große Problem. Darf ich es erklären in einer Minute? Ja. Wir haben das große Problem, wenn wir jetzt hingehen würden und würden die Massentierhaltung in Deutschland verbieten, dann würden die Massentierhalter nach Polen gehen oder nach Dänemark oder nach Holland und würden, weil wir in der EU Freihandel haben, das Zeug dann zu demselben Preis bei uns auf den Markt bringen. Und das heißt, sie müssten also gegen geltendes EU-Recht, also müssen sie den Freihandel innerhalb der EU einschränken. Das könnte man machen mit dem Argument, dass es hier um ein moralisches Thema geht. Also rein theoretisch wäre das denkbar, aber es sind große Hürden und dann bräuchten sie Mehrheiten und, am Ende und die werden sie nicht kriegen. Und am Ende würde es vielleicht nicht so viel bringen, weil eben das alles dann woanders passiert, solange man sich nicht mit den anderen EU-Ländern auf einen gemeinsamen Weg Genau, kann. Und wir wissen alle, das wird so schnell nicht passieren. Alles, was Sie sagen, geht davon aus, also dass der Klimawandel passiert oder dass wir eine Klimaveränderung haben, ist mittlerweile jedenfalls in der großen Mehrheit ein gesetztes Thema. Wir haben die Dürren dieses Jahr, der Wald leidet unglaublich, das haben wir jetzt gerade in diesen letzten Tagen auch gehört. Aber ob man mit dem Tempolimit zum Beispiel oder mit den Einschränkungen der SUVs genau darin Auswirkungen hat, Ist das für Sie so klar, dass Sie sagen, also da ist die wissenschaftliche Erkenntnis vergleichbar wie, du infizierst dich mit einem Virus und dann kriegst du Fieber und am Ende befällt es deine Lunge. Ist das für Sie so klar, dass Sie sagen, dass es rechtfertigt gibt Verbote? Wenig CO2 da hoch zu pusten deutlich besser ist, als viel CO2 in die Luft zu pusten, ist eine ziemlich einfache Angelegenheit. Jetzt kann man natürlich dieses Spielchen spielen. Gibt es denn nicht viel schlimmere Verursacher? Also das war interessant, als man immer über das Fliegen geredet hat. Da kamen die Luftfahrtsgesellschaften und haben gesagt, aber die Kreuzfahrten, die sind doch sehr viel schlimmer. Also es zeigt immer einer mit dem Finger auf den anderen und weist darauf hin, dass es noch schlimmere gibt. Das ist doch kein Grund, irgendwo manchmal anzufangen, oder? Ich meine, es geht ja nicht darum, dass ich jetzt hier sitze, ja, von diktatorischen Vollmachten träume. Doch, ja? Genau darum geht es. Nee, darum geht es überhaupt nicht. Tun Sie, oder? Was Umwelt angeht schon, mich. Geben Sie es zu. Nein, nicht für mich. Es geht darum, dass es darum geht, den Ernst der Lage zu begreifen. Und der Ernst der Lage, den hat jeder irgendwo im Hinterkopf, aber wenn es um die alltäglichen Gewohnheiten geht, ist er nicht bereit, sein Verhalten zu verändern. So, und das liegt auch daran, was ich vorhin sagte. Ne? Es ist ja nicht nur der Einzelne, es sind auch wirtschaftliche Interessen. Aber ich bin absolut sicher, dass jede Regierung diese Dinge durchbringen könnte, ohne deswegen nicht wiedergewählt zu werden. Welche Regierung soll es denn machen? Also Sie haben ja Eltern, von denen wir wissen, dass Sie zum Beispiel also zu den ganz in der Anfangszeit der Grünen mit dabei waren. Macht Sie das automatisch zu einem Kind, das heute sozusagen ganz natürlich Fridays for Future Mitglied wäre? Ich bin nicht Fridays for Future Mitglied, aber ich finde das ganz toll, dass der Jugend, der immer nachgesagt wurde, sei unpolitisch, dass sie sich für ihre Zukunft so einsetzen, finde ich eine großartige Sache. Und würden Sie die Grünen jetzt in der Bundesregierung sehen wollen, damit sie alles das... Die Grünen und Fridays for Future halte ich für zwei völlig verschiedene Dinge.
Deswegen also ich sehe nicht ansatzweise, dass die Grünen die Forderungen, die die Kinder und die Jugendlichen bei Fridays for Future formulieren, wirklich umsetzen wollen oder umsetzen täten. Sondern ich glaube, dass die Grünen als etablierte Partei im Augenblick unglaublich darauf aus sind, diese hohen Sympathiewerte von um die 20%, die sie zum Teil bloß nicht zu gefährden, indem sie irgendwelche klaren Ansagen machen. Und das ist etwas, was ich wahnsinnig bedauere, weil also der Zeitpunkt ist unglaublich günstig, jetzt zu sagen, also wir haben an Corona gesehen, ja, wir sind keine technischen Wesen, auch wenn wir in technotopischen Welten leben, sondern wir sind biologisch verletzliche Wesen. Und das, was der Klimawandel uns antun wird, was der Ressourcenverbrauch, den wir haben, macht, die Umweltzerstörung, die wir ja nach wie vor nicht mehr so sehr bei uns, aber immer mehr in der dritten Welt praktizieren, das alles hat so gewaltige Auswirkungen. Da müsste man jetzt dringend was machen. Und ich sehe das bei den Grünen. Ich sehe bei den Grünen so, dass sie sagen, ja, das muss sich jetzt auch alles wirtschaftlich lohnen und da darf kein Arbeitsplatz verloren gehen. Solange wir so weitermachen, werden die Grünen ihre Wähler nur enttäuschen. Die werden dann gar nicht gewählt von ihren Wählern. Wen wählen Sie denn dann, wenn Sie wirklich wollen? Ich werde Ihnen jetzt nicht erzählen, wen ich wähle. Warum denn nicht? Ich bin jedes Mal bei der Wahl in sehr großer Hilflosigkeit und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass den Grünen in mittlerer Zukunft das droht, was der SPD mit der Linkspartei passiert ist, der CDU mit der AfD passiert ist, dass sich eine ernsthaft ökologische Partei gründet. Ja. Sie sind radikal, nicht? Nee, gar nicht. Ich finde diejenigen radikal, ja, die nicht so vernünftig sind, wirklich zu sehen, was getan werden muss. Sie haben gesagt, Corona wird ein Weckruf sein oder kann ein Weckruf sein. Glauben Sie wirklich zum Beispiel unsere Art des Wirtschaftens, die ja jetzt stillgelegt wurde, wo plötzlich das Wachstum einfach erstmal ausgebremst war und es gab etwas, was wichtiger war. Glauben Sie, das wird sich auf Dauer ändern, unsere Art zu leben? Hat Corona so einen tiefen Einschnitt hinterlassen? Nein, das glaube ich nicht. Also das glaube ich nicht. Ich sehe eigentlich nur Politiker, die dabei sind, die alten unterm Strich unvernünftigen Verhältnisse wiederherzustellen. Natürlich wird bei der einen oder anderen Einmischung des Staates gesagt, jetzt müssen wir auch ein bisschen auf Nachhaltigkeit achten. Aber ich sehe, dass Nachhaltigkeit ein völlig untergeordnetes Thema gegenüber Arbeitsplätzen ist. Und das heißt, Sie haben gar keine Hoffnung, dass sich die Dinge wirklich ändern? Ich glaube, dass sich die Dinge in dem Moment ändern. Und zwar übrigens völlig egal, wer Deutschland regiert. Ja, wirklich völlig egal, wer Deutschland regiert, wenn die Folgen des Klimawandels eklatanter werden. Geben Sie mir uns ein Beispiel. Naja, wir wissen ja alle, dass beim Klimawandel wir es mit sogenannten Kippelementen zu tun haben. Das heißt also, wenn bestimmte Ereignisse eintreten, von denen prognostiziert wird, dass sie eintreten, ja, also zum Beispiel, dass die Polkappen schmelzen oder dass mehr Gletscher abtauen, dass wir dann erleben werden, wie sich das Klima in der Welt verändert, ja, weil also die Meeresströmungen davon in Mitleidenschaft gezogen werden, weil die sich verändern. Da gibt es mehr Wirbelstürme, dann verändert sich, in manchen trockenen Regionen fällt überhaupt kein Wasser mehr. Das sind ja alles sozusagen Folgen. Und wenn diese Folgen immer dramatischer werden, kriegen wir immer größere Migrationswellen zum Beispiel, gegen die man sich auch mit keinem Mauer- und keinem Schießbefehl irgendwann wird wehren können. Und in dem Moment, wo die Wasserspiegel steigen, wenn wir jetzt also die Leute zwangsrekrutieren müssen, um Deiche zu bauen, wir reden jetzt über die Welt in 10, 20 Jahren oder in 30 Jahren, ich bin jetzt kein Prophet, der das jetzt genau terminiert, dann ist völlig egal, wer Deutschland regiert. Dann werden diese Dinge gemacht. Die Frage ist nur, ob es dann nicht zu spät ist. Ich möchte einfach, dass wir jetzt, das ist nicht radikal, ja, das ist einfach nur mal ernsthafte, vernünftige Politik machen und nicht die Augen verschließen mit einem Wort. Was ich hier fordere, ist Realpolitik. Wenn das, was Sie an die Wand malen, tatsächlich so kommt, man könnte ja auch sagen, unsere Generation wurde mit dem sauren Regen und dem Waldsterben immer konfrontiert und danach hat man gesehen, dass es alles nicht passiert. Sie haben ganz viel gemacht. Sie sagen, wie sicher sind Sie denn, dass das, was Sie so apokalyptisch jetzt an die Wand malen, wirklich passiert oder dass nicht doch irgendwie etwas passiert, was genau das nicht wahr werden lässt? Haben Sie irgendeine Idee, was das sein könnte? Also mit was will man das jetzt gegenwärtig stoppen? Vielleicht stoppt es sich von alleine. Das heißt, Sie haben ernsten Zweifel daran, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt? Ich frage, ob Sie einen Zweifel daran haben, dass das, was Sie als Wirklichkeit in der Zukunft ja als gegeben schon ansehen, dass das wirklich so eintritt. Okay, also wenn 10% in mir skeptisch sind, weil die immer skeptisch sind, ja, und 90% von mir sagen, ich glaube diesen Tausenden von Experten, die sich ein Leben lang damit beschäftigt haben, und nur 10% ab und zu mal sagt, na, kann man den wirklich glauben, dann ist eine 90-prozentige Gewissheit absolut ausreichend, um diese realpolitischen Forderungen
aufzustellen und auf ihre Erfüllung zu hoffen. Dann gucken wir doch mal, was die Politik und die anderen damit machen. Danke sehr für den Besuch heute. Richard David Precht mit ein paar Einsichten, die Corona mit dem Klimawandel verbinden und was wir daraus machen. Eine Aufgabe. Herzlichen Dank fürs Kommen. Danke, dass Sie hier waren, meine Kommentatoren Amelie Fried, Nikolaus Blome und Goline Attay. Und vielen Dank, dass Sie zugesehen haben. Das war es von uns hier. Startet das Nachtmagazin mit Michael Pawelec. Schönen Abend noch.